So, wir haben Informationen über die Lehre. Ist der Jesper wieder immer noch da vorne? Oh, der ist ja immer noch da hinten. Das heißt, ich muss den ganzen Weg echt zurück. Naja, gut, das ist aber auch nicht weit entfernt von der Schatulle. Aber ich will erstmal hier noch die Geschichte nochmal erkunden und zudem muss ich noch nach einem Schrein finden. Das sind offenbar die Wachen da hinten. Uhr, vielleicht wäre es auch Zeit, irgendwo zu nächtigen. Sonne macht sich nämlich schon auf den Weg nach unten. Mesdames? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Ich suche Arbeit. Wisst ihr, wo ich welche finden könnte? Arbeit. Wenn ihr euch mit Kräutern oder Heilkunde auskennt, solltet ihr mal den Major ansprechen. Der bangt schon seit Monaten um seine Gefährtin. Arme Mathilda. Eine großmütige Frau habe ich nie getroffen. Die Stimme aus dem Wasser. Striezel? Böser Hund. Muss mal gucken, ich darf mich auf jeden Fall nicht hier verlaufen. Was ist das für ein Haus? Okay, ja, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Dann bewegt sich was. Das heißt, da ist auch was los. Ah, das hier wäre wohl der Schmied. Ja? Und ist auch schon da. Zeigt mir eure Ware. Natürlich. Ich werde jetzt im Endeffekt nur das verkaufen, was ich hier übrig habe. Und zwar das, was ich nicht unbedingt brauche. Den Dolch behalte ich mal. Für alle Fälle. Kettenhandschuhe brauche ich nicht, oder? Nee. Kettenstiefel auch nicht, die beiden auch nicht. Das behalte ich mal. Was hat die denn dabei? Irgendwas, was besser ist? Nö, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Lebensenergieabsorption. Ich glaube, das ist mir fast sogar wert, das Ganze. Wie viel Gold habe ich eigentlich? Ah, nicht genug. Schade. Wir müssen Gold haben. Was war das gerade eben, was ich da gesehen habe? Offensichtlich nichts. So. Habe ich den Schmied gefunden? Bisschen Gold gemacht, ist gut. Hängemoos, ja, nehme ich mit.
Gibt es ja irgendwo ein Hotel oder so, wo man sich ausruhen kann? Mal fast zum Gruß. Ah, hier ist eine Taverne, sehr gut. Da kann man doch bestimmt sich eine Runde ausruhen. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Eine Fremdländerin, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Ach, grüß dich. Geht weiter. Na, würde ich ja gerne. Siehst du dich ziemlich aufgelöst aus? Das kannst du laut sagen. Ich bin gestern um ein Haar überfallen worden. Was? Das ist ja schrecklich. Was ist geschehen? Ich war nichts ahnt, meine Einkäufe erledigen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass mir so ein widerlicher Kerl folgt. Der hat zwar sein Bestes gegeben, um nicht aufzufallen, aber ich wusste sofort, wenn du jetzt nicht aufpasst, ist es um dein Geld geschehen. Und ich sag dir was, der Mann kam sicherlich aus der Unterstadt, so wie der gestunken hat. Der Gegenricht ein Vatür wie ein Bart aus Rosen, ich sag's dir. Glaub ich dir sofort. Die da unten tun doch eh nichts anderes, als ihr Geld zu versaufen und zu vögeln. Und dann wundern sie sich, wenn der Tisch abends leer bleibt. Ja, nicht wahr? Aber wehe, man sagt das in gediegenen Kreisen. Dann heißt es sofort, man sei unbarmherzig oder vorurteilsbehaftet. Ja, schlimm. Wirklich schlimm. Wie bist du dem Kerl überhaupt entkommen? Naja, ich hatte Glück. Ein paar Gardisten waren in der Nähe. Und als ich zu denen bin, ist der Malfass sei Dank abgedreht. Aber ich sag dir was. Irgendwann wird er seine dreckigen Griffel nicht mehr kontrollieren können. Und dann kann er sie allesamt vom Boden aufsammeln. Hoffen wir's. Na gut, ich muss jetzt weiter. Der Pater liest heute die Verse der Barmherzigkeit. Pass auf dich auf. Du auch. Schreit wohl. Jetzt wüsste, wo der Pater wäre. Schreitet wohl. Ich suche ein Zimmer für die Nacht. Ist es noch etwas frei? Ja, wir hätten da was. Oh. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? 10 Groschen? Ja, machen wir. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Auf bald. Ist das der Raum? Ja, Eigentum. Ja, toll. Okay, dann nicht. Ich vermeine, ich könnte noch, bevor ich zu Ru gehe, kochen. Weiß nicht ganz so viel, wie ich dachte, aber immerhin. Oh, hier, okay. Also dieses Gerülps, ey. Was wollt ihr? Was? Wie? Hä? Ich will nix. Was wollt ihr? Ich will nix. So, raus hier. Da ist ein alter Baum, den möchte ich mir mal anschauen. Komm ich denn da am besten hin? Hallo? Hallo.
So, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung gemacht, wir haben was verkauft, wir haben ein bisschen Wissen gesammelt. Obwohl, Wissen haben wir eigentlich nicht gesammelt, warum? Oh Mann, nicht schon wieder. Oh, das reicht aber. Meine linke Nase ist dicht, das ist das Problem. Hä? Warum komme ich da nicht hoch? Ach, geht doch. So, wie komme ich jetzt effektiv zu dem Baum da rum? So? Der steht doch nicht grundlos hier. Wow. Junge, was war denn da los gerade? Oh, nice. Deswegen ruckelt es, weil da die Sonne aufgeht. Ah, ich kann auf dem Baumstumpf stehen. Okay, wir können eine ganze Menge überblicken. Eigentlich ist es hier ein perfekter Ort für eine Burg, muss man dazu sagen. Und wo geht's hier lang? Okay, irgendwelche alten Ruinen. Nicht unbedingt ruhig. Kalte Nacht. Handwerkskunst. Was ich irgendwie nicht anlesen kann. Kalte Nacht. Ist das eine Waffe? Das ist eine Waffe. Hohoho, das ist ein Zweihänder. Verursacht Energieschaden, das ist... Ich kämpfe eigentlich ungern mit Zweihänder. Aber ich nehme den mal mit. Zumindest verkaufen kann man das Ding, das ist Gold wert. So, bevor ich jetzt irgendwelche Irrwege gehe hier, weil ich sehe nichts, gehe ich mal doch den anderen Weg lang. Ist auch so ein Grab hier, ey. Kommen die Leute hier hoch, um zu beten, oder? Okay, speichern, weil da unten bewegt sich was. Okay, es sind Wölfe. Renn die hin. Ja, ich habe den Wolf gesehen. Der kommt jetzt gerade auf mich zu. Ah!
Klink. Eine Schaufel und eine Spitzhacke. Bräunig. Das ist gut gewesen. Okay. Wer bist denn du? Straßendieb. Okay, ich probiere mal den Zweihänder aus. Autsch. Klang schmerzhaft. Der Magieschaden ist schön von dem Ding. Was an die in der Truhe? Ausdauertrank, Lederhaut, yo, yo, yo. Oh, eine Kohlsuppe. Lecker. Und ein Bett zum Übernachten. Die Rolle der Seenfalle. Wenn das Ziel innerhalb von 10 Sekunden stirbt, füllt es einen Seelenstein. Ah, okay. So ist es also. Den zwei Hände behalte ich mal. Also damit will ich dann alternativ kämpfen. Oh nein, ich sehe da hinten den... Seht ihr das? Da... Jetzt ist es gerade weg. Müsst ihr zurückspulen. Da war der... Da war Bigfoot. Das Bigfoot war gerade da. Toten nicht vergessen! Hörst du? Die Toten vergessen nicht! Und jetzt genug des Geredes! Ich will endlich essen! Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk! Bring es mir! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch!